Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Galaxian auf dem ColecoVision, der wahrscheinlich am meisten unterschätzten Konsole ever, ever, ever. Das Ding hat es richtig drauf gehabt. Einmal mehr beweist es hier, Galaxian, die Spielhallenumsetzung, wie genial diese Konsole ist, denn das Spiel an sich, das ist auch sehr genial. 1983 von Atari, da muss man sich vorstellen, eine große Konkurrenz, Atari 2600, der sich ja letztendlich, zumindest in unseren Breitengraden, durchgesetzt hat gegen das ColecoVision. Da haben die Spiele für gemacht. Richtig gute Spiele, wie wir jetzt gleich sehen werden. Wie gesagt, Galaxian aus der Spielhalle aus dem Jahr 1979 wurde dann 83 hier fürs ColecoVision umgesetzt und wir steigen jetzt mal in den einfachsten Schwierigkeitsgrad ein. Das reicht für mich. Und ja, das Spielsystem ist klar, wie die Nachfolger Galaga zum Beispiel, dass wir hier die ganzen Außerirdischen abschießen müssen. In dem Fall fiese, miese, blöde, doofe Insekten. Und der Gelbe, der scheint mir irgendwie der Chef zu sein. Zumindest war er der Chef. Ja, man kann schon sagen, dass Galaxian irgendwie die Urmutter aller Shoot'em-Ups ist. Ja, natürlich, Space Invaders darf man da nicht vergessen. Muss man im gleichen Atemzug nennen. Aber die Spiele, die danach kamen, die bauten alle darauf auf. Haben es natürlich nicht unbedingt schlechter gemacht. Einige sogar besser. Aber gegen Galaxian kann man nur wirklich nichts sagen. Absoluter Klassiker. Muss man kennen, muss man gespielt haben. Und die Version hier, die ist allererste Sahne. Wirklich toll. Wenn wir gleich noch Zeit haben. Wow. Doof, blöd, Sack. Dann schauen wir uns noch die Arcade-Version an. Na, jetzt kommt er wieder angeflogen. Jetzt habe ich dich aber. Dann schauen wir uns vielleicht noch die Arcade-Version an. Dann werdet ihr sehen, dass die Unterschiede gar nicht mal so groß sind. Ich finde den Grafikfehler, der sich jetzt da gerade eingeschlichen hat, nur weil ich gestorben bin, sehr, sehr schick. Toll. Auch interessant, wie ich durch die Reihen durchschieße, ohne jemanden zu treffen. Oh Gott, stelle ich mich wieder an. Jetzt habe ich nur noch ein Leben, oder? Dann war es das schon wieder. Super. Ah, er hat direkt den Chef getroffen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Ob wir jetzt weniger Kampfmoral haben. So, jetzt sind beide Chefs weg. Ich meine, wenn sie jetzt angestürzt kommen, dann schießen die nicht mehr auf mich. Na, okay, so viel zu der Theorie. Schießen trotzdem. Hätte ja auch wenig Sinn gemacht. Oh, unser Chef ist tot, wir schießen jetzt nicht mehr auf den Gegner. Oh, das war knapp. So, jetzt ist das dritte Fähnchen da unten, was wahrscheinlich für Level 3 steht. Ich weiß nicht, wie viele Level es gibt, ob es überhaupt ein Ende gibt. Wahrscheinlich, wie die Spiele damals so waren, konnte man sie gar nicht besiegen. Oder das System hängt sich einfach selber auf und schmeißt mich in den Anfangsbildschirm. Nach dem Motto, so, mit dem nächsten Angriff hätten wir dich eh getötet, war eh dein nächstes, letztes Leben. Machen wir jetzt immer hier ein Ende. Okay, danke. Gut, vielleicht war die Version nicht technisch ganz ausgereift. Kann ja sein, dass Atari hingegangen ist und gesagt hat, komm, wir hauen jetzt mal hier ein super Spiel raus. Aber lass noch mal so ein paar kleine Fehler drin, ne? Also mit Nachpatchen und so, das war ja damals noch nicht. Ne? Hat ja kaum einer Internet gehabt. 1983. Das war ein Scherz. Ja, für die jetzt gedacht haben, gibt es denn gar kein Internet. Hätten sich aber trotzdem unterladen können, so ein Patch. Schön per Akustikkoppler am Computer. Ja, ja, was ging. Habt ihr nie Wargames gesehen? So, ah, Mist. Ah, habe ich doch mal erwischt. Perfekt. Boah, jetzt habe ich es voll drauf. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich krieg schon wieder einen lahmen Daumen. Wow. Muss mal den Finger wechseln. Finger wechseln. Pff. Boah. Double Kill à la MS Standard. Los, los, los. Level 3. Die Fanfare mache ich übrigens selbst. Nicht, dass ihr denkt, die kommt aus den Lautsprechern. Vom ColecoVision. Nein, nein.
weil den Schuss habe ich jetzt mal gerade gar nicht gesehen. Der war praktisch in meinem toten Winkel. Das haben sie mir aber reingelegt. Das haben sie gut gemacht. Die Mistbienen. Sind wahrscheinlich wirklich Mistbienen. Wow. Und die Version, die ist schon etwas leichter als die Arcade-Version. Okay, das überrascht ja nicht. Das ist ja die Arcade-Version. Diese Münzbanditen-Automaten. Oh nein. Schau, da hau ich voll dazwischen, daneben. Mann. 5170 Punkte, falls ihr mir eine Videoantwort schicken wollt auf dem ColecoVision. Ja, wunderbare Version. Kann man nichts gegen sagen. Absolut top, absolut spielbar, wenn sie den nicht gerade abstürzt. Aber gut, das war ein kleiner Fehler. Das kann ja mal passieren. Das kennen wir ja von den Computerspielen heutzutage zuhauf. Würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch kurz die Arcade-Version an, damit wir mal einen direkten Vergleich haben. Bis gleich. Ja, liebe Zuschauer, und das ist die Arcade-Version. Da wird man direkt sehr motivierend mit einem Game-Over-Bildschirm begrüßt. Ist das nicht toll? Starten wir mal rein, schauen uns den direkten Vergleich an. Klar ist die Arcade-Version schöner, hat einen besseren Sound, ist doch klar. Aber wenn man sich überlegt, ne? Arcade-Version, zu Hause, ColecoVision, steht dem ColecoVision im Nichts nach. Also, der Arcade-Version. Ihr wisst schon, was ich meinte. Auch wieder interessant, wie ich wieder genau durch die Reihen durchschieße. Also, mit mir ist echt kein Krieg zu gewinnen. Ich will erstmal den Gelben da oben treffen. Die bewegen sich auch ein bisschen anders. Beim ColecoVision bewegen die sich ja mehr oder weniger durchgehend. Aber auch hier kriegt man wieder einen lahmen Daumen. Wow, na, das war klar. Es konnte ja auch nicht angehen, dass ich den ersten Level überlebe, ohne mal zu sterben. So. Ist natürlich gefährlich zu warten, bis die einen direkt vor die Flinte geflogen sind. Weil die auch schießen die ganze Zeit. Wow. Komm, den einen noch. Ist es wahr? Jetzt scheitere ich an einen doofen Alien, weil ich daneben schieße. Boah. Das war wieder knapp. Puh. Oh nein, es geht weiter. Nächste Welle. Wie viele außerirdischen Insekten kommen denn da? Game over. Mal wieder. Aber ich habe ja noch einen Credit. Fangen wir nochmal von vorne an. Und da ist wieder eine D-Mark weg. Boah. Weiß ich nicht. Wie viel Taschengeld hat man damals bekommen, Anfang der 80er Jahre? 2 Mark in der Woche? Super, 2 Spiele, 5 Minuten gespielt, ganze Woche. Wieder zu Hause sitzen. Oder auf der Tischtennisplatte. Und nichts tun, alte Leute ansaugen. Naja, habe ich gehört, dass die Jugendlichen das damals gemacht haben. Ich weiß es nicht. Außer es war ein Popper. Die haben natürlich dann das ganze Geld aufgehoben fürs Wochenende, für die Disco. So, komm hier. Eine D-Mark können wir noch ausgeben. So, aber lassen wir es mal gut sein mit der Exkursion in den 80er Jahren. Ja, da müsste man auch mal einen Blog drüber machen. Die schönen, guten 80er. Zumindest war die Musik besser als heute. Aber ich wollte jetzt nicht mehr über die 80er sprechen. Ich wollte nur jetzt über Galaxien sprechen. Ich komme ja total durcheinander, wie hier die ganzen Alien-Insekten sehe, die auf mich zugeflogen kommen. Da kamen jetzt 2 Schüsse. Wo soll ich hin? Links, rechts? Beides tot. Die Umrandung übrigens hier um den Bildschirm. Was ist das? Raumschiff im Hintergrund oder was? Das ist ein sogenanntes Bezel. Das ist, das soll zumindest simulieren, dass man vor dem Automaten steht. Das gehört nicht zur Spielgrafik. Das habe ich zusätzlich eingefügt. Also dürfte das bitte im Grafikvergleich nicht gegen den ColecoVision verwenden. Ja, habe ich jetzt eigentlich gerade mal den 2. Level erreicht? Hier in der Arcade-Version? Nee, ne? Nö, warum auch? Gab bestimmt gar keinen 2. Level. Hat man so schwer gemacht, das Spiel, dass es gar keinen 2. Level gab. Ja, habe ich jetzt nur auf den Gegner geguckt. Naja, gut. Obwohl, komm, einmal noch.
wenn wir schon hier sind. So, jetzt werde ich das Spiel besiegen. Da sind 1 Milliarde Gegner am Himmel und ich schieße daneben. Ich schieße genau durch die Reihen durch. Das geht überhaupt nicht. Das ist doch Betrug. Ja, natürlich. Wenn er mich mit dem Laser nicht trifft, dann trifft er mich mit ihm selber. Ja, auch glaubt der Versuch, der wird auch wieder sehr, sehr weit kommen. Nee. Die ganzen Arcade-Automaten. Absolut. Boah, weiß ich nicht. Hier hätte ich kaputt gehauen. Hätte in jeder Spielhalle Verbot gehabt. Einfach so frustig schwer, die meisten Spiele. Gab es eigentlich irgendein leichtes Arcade-Spiel? Glaube ich nicht, oder? Und ich rede jetzt nicht von einer Umsetzung, sondern von einem leichten Original. Was man mal so eben durchspielen konnte oder in einer D-Mark jeweils stundenlang spielen konnte. Ja, ihr könnt da oben bleiben, genau. Wenn er nicht runterkommt, ist das Spiel nämlich viel einfacher. Ich habe den Laser gesehen und denke noch, bam, fliegt da nicht rein. Na gut, das war Galaxian, einmal die ColecoVision-Version. Top, top, top. Und natürlich die Arcade-Version, auch super. Klassiker, muss man kennen, muss man gespielt haben, muss man gesehen haben. Das haben wir jetzt hiermit getan. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich damit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. We are the Galaxians. Missions destroy aliens. Score advanced table. Convoy charger. Ach, guck mal, jetzt kommen noch die ganzen Punkte. Also für den Chef gibt es 200 Punkte. Für seine kleinen Minions gibt es 100 Punkte. Und für die restlichen gibt es 40. Nee, 80. Ach, die sind auch nochmal unterteilt in Punkten. Ja, übrigens von Namco, das Spiel. Ja, das habe ich nicht erwähnt. Naja, haben wir das jetzt auch mal gesehen. Gut, jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.